Guten Morgen, guten Mittag oder keine Ahnung was. Wir sind im fünften Versuch und stehen tatsächlich gar nicht so schlecht da. Es ist ein Wahnsinn, aber es ist wahr. Und wir haben einen Poké-Rider bekommen, das weiß ich noch. Und ich habe immer noch nicht herausgefunden, was genau der uns bringt. Ich habe keinen Plan, was der macht. Und deswegen würde ich sagen, werden wir das auch so schnell nicht herausfinden. Beim nächsten Mal einfach genauer lesen. Und jetzt gehen wir auf die Doppelkampfroute, weil sonst wird es sowieso nichts. Ich glaube, da müssen wir nämlich auch weiter. Weil anders gibt es, glaube ich, eh keine Möglichkeit, jetzt weiterzukommen. Skiddo und Rotera. Genau. Die zwei waren dann nämlich gar nicht so schlecht, weil dieses Skiddo Ding hat. Wer ist's? Stomping Tantrum. Was das Ganze tatsächlich ein bisschen stressiger macht. Der will gar nicht fake-outen. Nein, jetzt bumst mich die Beere for real? Oh, vielleicht killt's trotzdem. Oh, come on, Junge, das war jetzt genau die Orenberry, die es ausgemacht hat, oder was? Okay, chill. Okay, das ist weird. Also eine weirde Interaktion. Dass die beide den attacken. Der sollte droppen, oder? Boom. Boah. War da eigentlich gerade kurz ein Grafikbug oder habe ich mir das eingebildet? Ich glaube nicht. Ich glaube, da war was. Okay. Der Skiddo stirbt next turn. Ah ja, Krogunk war hier. Gut, aber ich glaube, da würde ich tatsächlich gerne den Dual Wing bieten. Und den Horn attacken. Ja. Ah, da war ja was. Okay, nicht so schlimm, glaube ich. Okay, doch schlimm. Das ist schlimm. Oh Gott, no. Der kann Milk trinken. Das wird jetzt richtig nervig. Ich glaube, ich kann hier keinen Turn mehr drin bleiben. Das ist das Problem nämlich auch noch. Gott, ich habe ja eine mega krasse Fighting Weakness. Hilfe. Ne, der kann Stomping. Lass in den gehen. Wegen nochmal Intimidate. Und ja, wir müssen das Krogunk hitten. Der wird jetzt wahrscheinlich eh wieder Milk trinken, denke ich. Die Intimidates sind eh ganz gut. Das Skiddo ist schon minus 2, so viel Damage macht er nicht mehr. Nevermind, der hat trotzdem Bock. Egal, er macht nicht so viel, das ist gut. Bin ich nur leider auf den anderen gegangen. Venoshock, das ist komplett fein. Mehr oder weniger, Alter. Ist auch wieder so viel Damage. Wir Beat-Uppen. Ne, ich glaube Payback ist was besser. Haben wir viel physische Power mit? Nicht so ganz. Ah, ich glaube, Beat-Up macht insgesamt schon mehr Damage. Wobei, lass mal mit Fassade und Horn Attack versuchen, den zu killen. Ja, weil das Skiddo wird sich eh wieder nur hochheilen und dann schauen wir, dass wir einen 2v1 draus machen. Insgesamt. Okay, der Venoshock schockt jetzt für gar nichts. Das ist gut. Bumm. Und Fassade. Bam. Killt den. Sehr gut. Wichtig. Gut, dann würde ich den jetzt Beat-Uppen und Horn attacken. Ja. Stomping. Passt. Crit hätte wahrscheinlich gekillt, aber. Wir haben nicht so den besten Switch in den Reihen, muss ich ehrlicherweise sagen. So, wie viel macht das jetzt so? 1, 2, 3, 4, 5. Wieso nur fünfmal? Ach so, weil der eine gepoisoned ist. Unglücklich, sage ich. Unglücklich. Ja, das Problem ist, wenn, dann kommt Stomping Tantrum auf den Slot. Ist nicht so geil, aber vielleicht will er ja für Kill. Ja, man weiß ich nicht. Schwierig. Er könnte auch einfach wieder Milk trinken, ja. Boah, dieses Skiddo, Junge. Nice Crit. Wird wahrscheinlich nicht gemattert haben. Okay, aber wir bekommen ungefähr trotzdem den gleichen Schaden wieder rein. Noch ein Crit. Wir bleiben bei Beat-Up.
Und der drückt bitte Takedown. Ah, er ist schneller. Okay, das ist natürlich nice. Dann hat sich wenigstens diese ganze Scheiße erledigt. So, wer kommt denn da jetzt noch? Ich hab das vergessen. Das ist schlecht. Ja? Das ist richtig schlecht. Da gehen wir einmal in den. Und einmal in den. Ich habe nicht wirklich eine gute Flying Resistance hier, außer Togedemaru. Okay, Erika ist completely fine. Das macht gar nichts. Ja, das macht gar nichts, okay. Dann einmal Fake Outen. Und du drückst bitte Incinerate auf den. Okay, nice. Jetzt Nuzzeln. Ja, wobei, nee, wir können einfach killen mit Spark und nochmal Incinerate. Okay, passt. Gut. War doch dann schlussendlich in Ordnung. Okay, ich habe somehow die richtigen Mons vorne, auch wenn das Haspio immer mega stressig ist. Genug getrunken. Moin, Yami. Stay hydrated, boys. Stay hydrated. Immer wichtig. Immer wichtig. So, wir werden den hier Dual Wing beaten und direkt Low kicken in die Masse. Schade, dass er genau den hittet. Oh, Firelash ist halt ein bisschen scheiße, ne? Das Death sinkt und so. Gehe ich in den. Und dann werde ich low kicken mit dem. In der Hoffnung, dass das killt. Alter, ich dachte schon. Oh, ich glaube, jetzt kill ich den nicht mal mehr. Die Orenberry ist actually wichtig. Wieder Firelash. Jetzt hätte ich kein Flashfire. Boah, das. Alter, der crit natürlich direkt, ne? Was für eine Scheiße. Das macht gar nichts. Oh my fucking God. Okay. Ich incinerate lieber mal und drück dann Fassade auf den. Wir sollten's leben. Oh, das killt den auch nicht. Ja, ich bin minus ein Staff, der killt mich jetzt, oder wie? Der killt mich einfach. What the fuck, der ist minus 2 Attack? Wie kann der mich killen? Okay, du kannst den Fight nicht so spielen. Das geht nicht. Alter, dieses Scheißviech stirbt einfach nicht. Es ist so nervig. Der stirbt einfach nicht. So, wir Quick Attacken den. Du musst da raus. Ich schaff's einfach nicht, bei dem Fight keinen Mon zu verlieren irgendwie. Er ist minus 3 übrigens. Wie macht er so viel Schaden? Was ist das für eine Scheiße? Okay, den können wir zumindest sofort killen. Den killen wir nicht mal. Oh mein Gott, Staravia, du bist so schlecht. Du bist ja so schlecht. Der Fire spinnt mich. Hab jetzt nicht erwartet. What the fuck?
Okay, ohne Damage Kalk kannst du dieses Game irgendwie nicht so ganz spielen, weil... Hä? Als ob der mich einfach killt. Ja, cool. So, dann machst du mal den und den hier. The fuck ist das? Ja, und das müssen wir halt hoffen, weil jetzt kommt halt trotzdem das Ding Knackleon rein. Ja, da musst du irgendwie gucken, wie du diesen Fight, den musst du planen. Den Fight ohne richtige Planung kannst du nicht schaffen, aber wir schauen, dass wir mit Helping Hand jetzt wenigstens den rausnehmen. Helping Hand Bullet Seed. Oh mein Gott, wenn er nur zweimal hittet, verliere ich noch einen Mon. Okay, danke. Wollte schon heulen. Ja, wieder zwei Mons verloren, ne? Mein einzigen Flying Type auch noch. Es ist so krank, dieser Fight. Diese Double Battles, Junge. Du kommst eigentlich nicht so wirklich durch, wenn du die nicht ordentlich planst. Das ist unglaublich. Du hast keine Chance gegen die. Versuchen wir es einfach mal. Die ist nämlich echt krass mit ihrem Serena und Aromatis, Alter. So, versuchen wir es mal mit Protect Strats. Du wirst Mystical feiern und zwar in das Ding hier rein. Und du protectest bitte einmal. Im Best Case baiten wir... Was ist das für ein random Scheiß? Was ist das für ein random Scheiß? Wow, immerhin. Willst du mir jetzt sagen, dass das nicht funktioniert, weil aus irgendeinem Grund sie nicht beide das gleiche Target nehmen können, oder was? Könntest du aufhören, mich zu stompen? Ich fühle mich so verarscht. Was ist das für eine AI? Das ist ja so random. Immerhin dürfen wir was tun. So. Minus Speed ist gut auf dem. Und du machst Energy Ball, das ist ja in Ordnung. Wir machen es folgendermaßen. Ich rieche schon wieder Bullshit, aber ich glaube, dass das Serena mich Akrobatiken wird und das Aromatis wird irgendwas anderes drücken. Deswegen machen wir den hier. Aber es kann sein, dass hier schon wieder kompletter Scheiß passiert und... Ja. Na, wir sind sogar schneller mittlerweile, das ist ja cool. Alter, ich dachte. Okay, wir sterben einfach. Immer warum auch nicht. Ah ja, Low Sweep. Mhm, macht natürlich mehr Sinn als... als Akrobatik. Okay, die AI ist absolut random. Und ergibt teilweise keinen Sinn, aber na gut. What the fuck? Also for real, what the fuck? Ich check sie nicht. Es ist so komisch. Warum stompt er den einen, obwohl der eindeutig einen Kill auf dem anderen sieht? Ich check das nicht. Wir Headbutton hier und Protecten? Ist das wahrscheinlich jetzt wieder random, was passieren wird? Der protected sich. Und der stompt wieder random irgendjemanden. Das ist ja so komisch. Okay, aber ich glaube, wir killen den jetzt. Dann Energy Bolt er wieder den. Natürlich killt's nicht. Aber warum sollte es? Gut, wir killen den jetzt und dann aceten wir beide. Ja. Dann headbutten wir aber den und aceten beide. Das ist so random. Jetzt haben wir wieder einen Mon verloren. Mit nix für nix. Wieso hat der keinen Speed Death Drop bekommen? Wieso Energy Ballt er den? Hä? Das ergibt ja schon wieder gar keinen Sinn. Okay, die AI scheint wirklich komisch zu sein. Sollte das nicht eigentlich... May Lower Defense. Okay.
Ich verwechselt es mit Ding. Acid Spray. Acid Spray ist nämlich ein bisschen was anderes. Okay, dann ist er jetzt tot, gut. Ah ne, Spedev sinkt. Gibt eh mehr Sinn, aber jetzt Energy Boulder den. Ja, Digga, kannst du chillen? Wieso macht er so viel Damage? Mit einem Non-Snap-Move und wieso drückt er überhaupt Energy Ball und nicht irgendeinen Fairy-Move? Hat der keinen oder was? Es ist so random. Okay, also ich werde so schnell die Dinge wohl nicht lesen können, die AI. Zumindest nicht ohne das Stock, wo steht, was passiert. Weil es ja irgendwie doch random ist, was passiert. Es wäre cool, wenn Scraggy mal einen anderen Fighting-Move bekommen würde als Low-Kick, weil Low-Kick irgendwie echt scheiße ist. Payruff wird er ja wohl noch nicht können. Ne, Firefang, okay. Ah ja, natürlich, wir bekommen Instant Burn. Damit habe ich jetzt, to be honest, nicht ge- schöner Damage. Richtig schöner Damage. Dann wird er wohl auf Firefang bleiben, I guess. Was für ein Scheiß. Ich Aquajette den. Boah, der nächste killt nicht mal, right? Ist das belastend? Das ist ja komplett belastend. Okay, gut, der killt. Glück gehabt oder was? High Roll oder sowas. Ein normales Geodude. Was könnte hier nur für einen Move kommen, ne? Round Move natürlich. Naja, EQ. EQ, toll. Oh ja, 30 Damage, warum auch nicht? Macht, ist ja kein Schaden oder so. What the fuck, einfach nur. Der killt nicht mal 2-Hit. Also, Dearling, du bist echt cool. Okay, God bless. Aber irgendwie macht er noch nicht so viel Damage, bin ehrlich. Da kommt's, Aaron. Ich wusste doch, ich brauche Fighting-Type-Moves für irgendwas. Problem ist, mein Fighting-Type brennt. Vielleicht bekommt das irgendwie hin. Er könnte es Body-Pressen, das ist eigentlich voll dumm. Er könnte jetzt Body-Pressen. Naja, Iron-Headed. Macht trotzdem 21 Damage, Digga. Mal 1,5, mal 2, mal 3, ja. Er killt uns mit einem Crit halt einfach. Sehr schön. Ich habe kein Switch hin. Da müssen wir den anders chippen. Passt auch. Sogar noch besser als Iron Head. Weil Iron Head hätte mehr gemacht. Erstmal Fake Outen. Ne, für den Damage. Boom. Genau. Kann man immer brauchen. Und dann erstmal Nuzzeln. Das war ein Crit. Der Rock smasht und das macht... Ah ja, Crit. Okay. Schön, dass wir beide Crit bekommen haben, so mehr oder weniger. Dann würde er wahrscheinlich jetzt nochmal Rock smashen, I guess. Was haben die alle für Items, dass die so viel Schaden machen? Gut, dann werden wir jetzt einfach pivoten. Wir intimidaten den weiter. Der wird jetzt Rock smashen, was nicht so schlimm ist. Dann wird er Iron Headen und dann ist alles okay. Wir haben ja auch keinen Move auf dem, ne? Nope. Jetzt kommt wieder Iron Head. Jo. Macht gar nichts. Und er gönnt sich... Moin, Sidolin, Servus. Und er gönnt sich Iron Barbs Damage und wir Fake Outen. Boom. Ist natürlich so gut wie kein Damage, aber ist besser als nix. Müssen wir halt hier hin und her gehen. Wir intimidaten den weiter, er macht immer weniger Schaden, also ist das schon in Ordnung. Wird wahrscheinlich wieder... Okay, das ist auch fein. Sparen wir uns HP. Ja, das ist schlecht.
Wir fake-outen trotzdem. Damage. So 2 KP Damage. Rock Smash, der crittet uns, ist nicht schlimm. Wir gehen wieder hier hin, genau. Da kommt Iron Vibes Chip. Wir fake-outen für Damage und machen das Ganze nochmal. Rock smashed. Und der wird jetzt auch wieder Iron adden, bekommt Iron Vibes Chip, bekommt Fake-Out Chip und wir killen den mit Spark jetzt aber. Gut, wunderbar. Wie geht's dir, Lina? Alles klar bei dir? War gerade eine Stresssituation hier. Ah ja, da war ja was. Ich habe irgendwie genau die falschen Mons mitgenommen, kommt mir vor. Ah ja, da war ja auch was. Der hatte ja den Ground Gem. Ja. Schön, 18 Damage, aber es ist gar nicht so viel. Okay. Klausurenphase. Hä, jetzt? Wie denn das? Wieso ist die denn jetzt? Ich dachte, jetzt fängt gerade erst an. Ah, nee, warte mal. In Deutschland ist ja schon länger Schule. Da kann natürlich sein, dass es... Ah, ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Bei mir fängt Uni nächste Woche an. Geiler Crit. Bis dahin noch ein bisschen chillen. Und schauen, dass man noch ein bisschen streamen kann. Oh fucking hell. Okay, folgendermaßen. Oh, ich hab's vergessen, dass die... Okay, der sollte aber, glaube ich, killen mit Gear Grind. Ja. Bekommt der eigentlich Iron Vibes Chip? Ja, das ist sehr, sehr gut. Das ist unglaublich gut. Okay, das ist richtig stressig. Ah, vor vier Wochen angefangen. Ah, ja, okay. Bei uns glaube ich erst vor 2. Oh mein Gott, der hat einen fucking hell Lumberry. Er wild charged aber. Das ist jetzt stressig. Der darf sich halt eigentlich nicht setupen, ne? Das ist das Problem, das ich gerade hab. Boah, ich glaube, ich muss einfach für den Kill gehen. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ah, es war klar. Können wir leben? Oh! Geil. Keine Ahnung, warum der nicht fürs Setup gegangen ist, aber... Ah, passt schon. Boah, war das stressig. 2 HP, Digga. So, Encounter, Encounter. Okay, noch kein Encounter. Encounter, Encounter, Encounter. Schon wieder der. Das gibt's nicht, Alter. Ich hätte echt gern mal was anderes als dieses kleine Scheißviech. Der fuckt mich so ab, der kann gar nichts. Der hat mir bis jetzt noch nichts gebracht. Nichts an Value. Gar nichts. Deswegen fuckt er mich so ab. Weil der nichts macht. So, Dwebel, wie habe ich den immer genannt? Steve, genau. Underdog Story jetzt. Ja, bin ich gespannt. Ich glaube nicht. Burden Turf Town. Let's go. Noch einen Encounter können wir hier bekommen. Bekommen wir wieder einen Quirtle? Ne, den haben wir schon. Danke dafür, aber den haben wir schon. Vielleicht gibt es hier nur Fire Types, keine Ahnung. Weiß nicht, was es außer Torkoal und Houndour hier gibt. Joho, wir bekommen noch das männliche Pendant. Das haben wir jetzt unbedingt gebraucht, ne? Nachdem wir Nidoran weiblich und Nidorina schon hatten. Oder haben. Kommen wir jetzt noch Nidoran männlich. Yay. Das ist ja toll. Das ist ja richtig toll. Na, dann ist das jetzt wenigstens Marv. Gut, dann double leaden wir mal wieder mit Intimidate.
Und dann schauen wir mal. Die habe ich, also da bin ich letztes Mal eigentlich basically verreckt. Deswegen schauen wir mal, ob ich es diesmal schaffe oder nicht. Also links hat 3 Mons, rechts hat 2. Ah ja, Snivy, da war ja was. Ich hole mir jetzt welche, Entzugserscheinungen sind zu krass. Wo genau holst du eigentlich welche? Ist das gleich ums Eck oder wie? Grundsätzlich wäre ein anderer Fire-Type hier ganz geil, aber... Das ist natürlich schwierig. Ich glaube, ich sollte erstmal einfach drin bleiben, den hier beat-upen und dann versuchen. Ja, und Headbutton. Ich schau mal, dass ich einfach so, dass ich den 50 Meter weg und habe es so lang offen. Das ist natürlich unglücklich. Jetzt gehen sie auch beide auf den. Das ist ja weird. Alter, macht es viel. Okay, wir haben zumindest mal die Beere geknackt. Berry Juice, der ist jetzt eh wieder full life, naja. 3, 4, 5, 6. Boah, hast du? Wir machen es gleich einfach nochmal. Ja, das dachte ich mir schon fast, dass der jetzt Morning Sand. Aber vielleicht kriegen wir ihn down. Ja, Seed Bomb ist, glaube ich, auch, sagen wir mal, okay. Macht echt nicht viel Damage. Granbull ist schon nicer. Und ich glaube, 6 Speed-Up-Hits sollten... Ja, ja, das reicht. 2, 3, 3 kommt jetzt. Es kommt 4. Ja, perfekt. Bonita down. Sehr, sehr gut. Er hat mich schon zu oft vom Verhungern gerettet. Oh no, nicht das Myanmar. Das Yanmar. Könnte ein Flying Move kommen hier, ne? Da geben wir mal in den. Und du drückst Headbutt. Warum geht der auf den? Das ergibt schon wieder keinen Sinn. Das ergibt schon wieder gar keinen Sinn. Weil er auf den geht, oder was? Hä, das ist so weird. Okay. Wir machen es folgendermaßen. Jetzt wird nämlich gefake-outet der da drüben. Und dann wird der nochmal geheadbuttet. Wobei, ist Crunch nicht actually stärker als Headbutt? Dann drücke ich die ganze Zeit den falschen Move. Unglücklich. Oh, der Crit hat... Maybe gemerkt. Ah, nee, Digga, der hat ja auch einen Berry Juice, right? Ugh. Aqua Tail? Was passiert hier? Wieso hat der diese Coverage? Was ist das für ein Scheiß? Okay, immerhin drop der next turn. Nuzzle den mal. Und du crunch den. Boah, das macht zu viel. Okay, dann ist zumindest der down. Wunderbar. Und wir können uns jetzt auf die linke Seite fokussieren. Und nein, Bro. Ja, genau, Digga. Alter, ich werde hier nur verarscht. Das ist so random, was die drücken. Ich werde nur verarscht von dem Game. Nee, nicht den. Ich werde nur verarscht. Es ist so ein Wahnsinn. Es ist so unglaublich, dass ich hier nur verarscht werde. Er crittet natürlich genau dann. Genau dann. So eine Scheiße. Ja, der nächste Scheiß Berry Juice. Ey, jedes von diesen Pissviechern hat einen Berry Juice. Ey, Granbull hätte so einen guten Job gemacht, ne? Wenn der einfach nur nicht gekrittet worden wäre. Es ist so unfassbar nervig. Oh, bitte, Bro. Bitte fuck mich nicht ab. Wir nasseln den jetzt, dann fuckt er mich nicht ganz so hart ab.
habe mit dem auch mal paybacken, schauen wir mal, ob es das bringt. Na, jetzt wäre wahrscheinlich Beat-Up sogar richtig gewesen, wegen Dynamic Speed. Aber mal schauen. Okay, er ist jetzt wenigstens langsamer, das heißt, wir bekommen den Damage rein. Das heißt, wir paybacken und wir beat-upen und dann ist es das gewesen mit dem. Kommen halt noch zwei Monster, bis mir jetzt wurscht. So. Gut, der nächste bitte. Ja, dass der kommt, ist ja perfekt. Sparken wir den direkt mal und wir, ja, keine Ahnung, ich beat-uppe den auch gleich wieder. Bam, brrr. Ja, das ist ja mal ein One-Hit, den ich sehen will. Das will ich sehen. Okay, und Chimchar, den will ich nicht sehen. Aber da haben wir zum Glück was Gutes dagegen und wir beat-uppen den einfach wieder. Beat-up Early Game actually ein guter Move, weil es selten, glaube ich, vorkommt, dass hätte man sogar drin bleiben können und Iron Bulbs Damage, ja? Weil es selten vorkommt, dass ein Move mehr Damage macht als 5 bis 6 Hits von dem Move. Ja, ich weiß, der nächste Berry Juice leckt mich, Alter. Aber immerhin, wir sind weitergekommen. Wobei, ich sag noch nix, wenn der jetzt noch anfängt, hier zu Drain Punchen. Ja, nevermind, Alter. Tschüss. God bless, aber wieder ein Tod. Das ist so unlucky gewesen. Das ist der letzte Move, den er tanken muss, crittet. Weil wenn einer davor gekrittet hätte, hätte ich ja, wäre ich rausgegangen so. Aber beim letzten dachte ich mir, den nimmt er noch. Aber nee, genau dann crittet er.